Weil das ist hier, da sind verschiedene Erlebnisse, du eine Frau von Brünn, aha, ja, aha, wo ich herkomme. Weil jeder haben wir persönlich andere, verschiedene Erlebnisse. Und so, ich bin mir auch sehr bewusst, wie wenn die sagen von den Refugees, ich bin also von der Tschechei raus und bin ich hierher gekommen, war ich auch Refugee, aber wir haben sofort Arbeit bekommen und das macht auch auf deine Psyche, dass du etwas wert bist. Aber wenn du da sitzt und grübelst, was schlechte Erfahrung in der Vergangenheit, ja, und was wartet dich die Zukunft, sieht auch nicht gut aus. Nur natürlich sind sie dann so verzweifelt, machen sie verschiedene schlechte Sachen. Aber ich kann das verstehen. Und wann, in welchem Jahr bist du dann nach von der Tschechei? Das war 49. 49. Ja. Ich war 21 Jahre in der Tschechei. Aha. Und dann war ich 2 Jahre in Frankreich, okay, und 19 im November 50 habe ich George kennengelernt in Frankreich und dann am 19. November? Was? Am 19. November? Ja, ja, ja. Und dann und er hat schon das Ticket nach Australien gehabt, weil sein Bruder, der ist auf einen Kontrakt gekommen. Und so, der hat nicht zahlen müssen. Aber George, wenn er auf einen Kontrakt, es war ein Gesetz, dass nur einmal im Leben von der IRO, dass man Möglichkeit hatte, auszuwandern. Und die sind ausgewandert von Deutschland nach Frankreich, das waren zwei Zugstationen nach Frankreich, wo die zwei Brüder waren in Mühlhausen. Und aber der Schwager, der Bruder von meinem Mann, Vince, so, der war sehr, sehr gut. Der ist als Soldat aus der Tschechei aus, sind sie weggelaufen, sie und drei ihrer Freunde. Und da sind sie von Deutschland, haben sie dann bekommen, die immer. Ja. Ich habe dich, dort ist. Ja.